Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 24. Oktober. Der DAX ist am Vortag mit einem Aufschlag von 0,34% bei 12.798 Punkten aus dem Handel gegangen und damit nur knapp unter der Marke von 12.800 Punkten. Vorbürstlich befinden wir uns am frühen Morgen etwas über 12.800 Punkten. Wir sind weiterhin im blauen Kreis und der zeigt aktuell weiterhin Long an. Insofern ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, solange sich das nicht ändert. Und möglicherweise stehen wir nun vor einem Durchbruch über den Widerstand von 12.800 Punkten. Allerdings ist die Luft über 12.800 Punkten weiterhin sehr dünn. Wir sind ja auch hier seit Anfang Oktober schon kräftig angestiegen. Wie man hier erkennen kann, ging es fast in einem Schritt bergauf und wir haben noch zwei offene Gaps bei 12.495 und 12.202 Punkten hier mit den ovalen Kreisen markiert und diese offenen Gaps sollten auch wieder geschlossen werden. Insofern bleibt abzuwarten, wie weit diese Aufwärtsbewegung noch geht und ob wirklich ein nachhaltiger Durchbruch über 12.800 Punkte gelingt oder ob der DAX nur etwas über 12.800 Punkte ansteigt und dann im weiteren Verlauf wieder nach unten abdreht. Machen wir dann weiter mit dem aktuellen Wochenchart. Im Wochenchart haben sich die Markierungslinien deutlich verschoben und wir haben nun die rote Markierungslinie bei 12.800 Punkten und dann deutlich darüber bei 13.000 Punkten die dunkelrote Linie und nach unten die hellgrüne bei 12.650 und die dunkelgrüne bei 12.350 Punkten. Sollte nun ein nachhaltiger Durchbruch über 12.800 Punkten gelingen, dann würde sich ein kleinerer Widerstand bei 12.900 Punkten befinden und dann wäre der Raum eigentlich frei bis 13.000 Punkte und 13.200 Punkte, wo sich dann über 13.000 Punkten die nächste große Anlaufmarke befindet. Nach unten müssen wir nun unter die hellgrüne Markierungslinie fallen, damit sich eine nachhaltige Abwärtsdynamik entwickeln kann und wir wieder Kurs nehmen können auf 12.350 Punkte und tiefer und die noch offenen Gaps nach unten schließen können. Die Marke von 12.650 Punkten ist also nach unten die Signalmarke und nach oben wäre die Signalmarke bei 12.800 Punkten. Steigen wir über 12.800 Punkte nachhaltig an und kehren im Tagesverlauf nicht mehr unter 12.800 Punkte zurück, dann ist mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen Richtung 12.900 und 13.000 Punkte. Schauen wir uns nun noch eben die Konjunkturdaten an auf der Seite von gottmuttrader.de. Da haben wir vor allen Dingen heute den EZB-Leitzinsentscheid um 13.45 Uhr im Fokus und dann nachfolgend um 14.30 Uhr die EZB-Pressekonferenz. Insofern könnte es heute volatiler werden. Abgesehen davon haben wir auch noch einige wichtige Konjunkturdaten im Tagesverlauf, unter anderem den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für den Monat Oktober um 9.30 Uhr in Deutschland und dann den gleichen Index um 10 Uhr, nur kurz darauf, in der Eurozone und um 14.30 Uhr dann in den USA den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für den Monat September. Gut, dann wären wir schon wieder durch für heute. Ich bin gespannt, ob ein nachhaltiger Durchbruch über 12.800, 12.820 Punkte gelingen wird oder ob wir nicht doch wieder nach unten abdrehen werden im DAX. Es hängt natürlich auch viel davon ab, wie sich der weitere Brexit-Verlauf ergibt und was die Verhandlungen zwischen China und den USA im Handelskonflikt ergeben. Ich melde mich wieder am morgigen Freitag und wünsche Ihnen für den heutigen Donnerstag viel Erfolg im Handel.